Hey Minecraft-Freunde und herzlich willkommen hier wieder zu einer weiteren Folge Vizebeast Monster. In der heutigen Folge werden wir mal in unseren Anzug ein Cooling-System einbauen. Weil ich habe den Anzug schon ein wenig beim Quarry-Umsetzen getestet und ständig ist er mir in Flammen aufgegangen. Dementsprechend brauchen wir jetzt mal ein Cooling-System. Ein Teil habe ich ja schon im Control-Circuit. Das Servo lassen wir mal hier. Und dann brauchen wir noch 4 Ender-Augen. Jawohl. Meine Blaze. Ah, da nehmen wir direkt das Powder. Wie ging die nochmal? Mann, bin ich doof. Aber ein Glück, dass es not too many items gibt, wie das Ding heißt. Ender. Ja. Viel simpler, als man annehmen würde. Weil das ist echt böse, wie schnell dieser Anzug in der Wüste, beziehungsweise, ja, in der Wüste und anderen heißen Ortschaften in Flammen aufgeht. Hängt das Bild nach? Ich meine, die Aufnahme jetzt? Nee, anscheinend nicht. Einbildung ist schließlich auch eine Bildung. Und jetzt bauen wir noch schnell eine neue Spitzhacke, weil ich habe meine irgendwie wieder mal verschustert. Da habe ich ja schon mal was vorbereitet. Ein Manilium Pickaxe. Manilium bekommt man aus 2 Ardite und 2 Kobalt, gemischt in das Smeltery. Und dann nehmen wir nur noch Papier. Dann haben wir hier noch 2 zusätzliche Moderatoren. Ich meine Modifikatoren. Doch, scheint zu laufen. Ich bin jetzt irgendwie skeptisch, dass die Aufnahme irgendwie hinterherhängt. Das wäre natürlich nicht so gut, ne? Warum nehme ich da jetzt Papiergegenstände? Ganz simpel, weil die sind wieder beschreibbar. Und somit haben wir deutlich mehr Modifikatoren. Und benennen können wir es auch später. Natürlich schmeißt die erstmal weg. Braucht keiner. Hoppala. Kommst hier hin. Und dann hauen wir da mal ordentlich was drauf, was ich da schon vorbereitet habe. Da haben wir mal 2 zusätzliche Modifikatoren. Emerald können wir notfalls auch draufhauen. Lapis. Redstone. Und ich glaube, für eine Spitzhacke reicht wirklich Moss. Da brauche ich keine Energiezelle drauf. Weil die Spitzhacke repariert sich ja relativ schnell. Haben wir erstmal die Modifikatoren drauf. Jetzt haben wir schon 6. Ein OP-Apfel. Und ein Diamond-Block. Gibt es nochmal einen Modifikator. Und dann haben wir erstmal einen richtig großen Schwung Lapis drauf. Lapis ist ja schließlich für Fortune, aka Luck. Das braucht man halt so gut wie immer. Und der Stiel wird dadurch nebenbei schön blau. Vielleicht können wir das Ding auch noch irgendwie reinforcen, wenn wir noch einen zusätzlichen Slot frei haben sollten. Na komm. So viel geht da auch nicht mehr drauf. Dann haben wir Redstone drauf, denn Redstone beschleunigt den Mining-Level. Mittlerweile sind wir auf 11,88. Was fehlt uns denn? Ah, ich brauche noch ein bisschen Kleinzeug. Hol ich mir noch einen normalen Stack Redstone, damit wir da immer wieder was vorhauen können. Draufhauen können. Redstone sammelt sich durch die Quarry ja ganz gut. Und vielleicht werden wir uns heute noch darum kümmern, ein paar Solarpanels zu basteln. Damit wir damit anfangen können, irgendwann mal Yu-Yu-Matter zu produzieren. Ich habe so ganz aus Versehen mal ein Dingster gebaut. Dingster natürlich. Was für ein Ausdruck. Ach, da fehlt ja noch einiges. Mal 2 von denen. Was wollte ich sagen? Ja, komplett vergessen, aber egal. Da gibt es ja bekanntlich Schlimmeres. Und das mit dem Carbon, also ihr wisst schon, ja, Carbon muss das heißen, konnte ich aus einem einfachen Grund nicht machen. Das Rezept ist einfach falsch in Not Too Many Items. Oder in Not Too Many Items. Was ja richtig böse ist an sich.
Weil man braucht statt diesen drei Kohlepulvern, die da angezeigt werden, stattdessen braucht man vier. Und dann läuft es okizuki. Kann man quasi auch im Inventar zusammenschustern. Bevor man da jetzt... Hauen wir jetzt noch erstmal den Moss drauf. Das macht gleich nochmal der Emerald, hab ich komplett vergessen. Wo ist mein Büchlein, mein Schlaues? Naja, eigentlich hätte es auch vielleicht gereicht, wenn ich meinen Handschuh abgegradet hätte. Wäre deutlich billiger geworden und wäre auch viel schneller erledigt. Emerald. Vulnerability, Mining Level. Okay. Das geht klar. Wir haben immer noch einen Modifier frei. Können wir da noch... Ja doch, hauen wir noch ein Stück Redstone drauf. Und jetzt sind es nur noch 5, die wir benötigen. Und damit ist diese Spitzhacke fast perfekt. Sehr schön. Ja, das war hier ein Test. Können wir eigentlich weghängen. Ich wollte die Spitzhacke, die hat hier Dings da, diesen, wie sagt man da, diesen Fluxkapazitor, aka eine Hardened Energy Cell, die ich so aus Versehen gebastelt habe. Aber ich wollte die Spitzhacke nochmal mit euch bauen. What? Na doch, geht. Ich dachte mir schon, hä? Aber das Tempo passt soweit. Noch ein Schlückchen Essen. Und diese Folge muss ja heute noch raus. Gerade haben wir Samstag in der Früh, 9 Uhr morgens, und heute muss die Folge noch raus. Cool, ne? Ich habe für mich beschlossen, dass ich nicht mehr so viel Dingskirchen vorproduzieren will. Doch, ich will eigentlich schon vorproduzieren, aber ich komme halt nicht dazu. Jedes Mal muss ich irgendwas umsetzen. Ne, das Buch bleibt dann bitte nicht im ME-System. Das stopft mir da nur alles voll. Und dann machen wir gleich mal ein paar Solarzellen. Ein paar größere. Eine MFU habe ich schon. Beziehungsweise eine MFE. Die habe ich da mal so aus Versehen mal gebaut. 9 Stück. Damit bekommen wir definitiv eine Low Voltage raus. Aber Low Voltage ist uns noch zu klein. Ein Generator. Oh, und uns fehlt alles. Jetzt habe ich schon wieder das Ding vergessen. Was fehlt uns da noch? Iron Furnace, okay. Da können wir ja gleich wirklich mal einen Stack voll machen. Und dann gleich wirklich noch einen Schwung. Ich muss jetzt mal die Generatoren bauen. Das passiert mir immer wieder. Da haben wir jetzt mal 15 Stück. Und dann machen wir gleich nochmal einen Schwung. Solarpanel. 23, 8, 16, 24. Reicht ja mal vorne und hinten nicht, aber hey. Hoppala. Das wollten wir nicht. Wir wollten erstmal den LV-Transformer machen. So. Von den Dingern bräuchten wir wieder 8 Stück für das nächstbeste Upgrade. Ist das nicht unglaublich? Oh, Solarzellen fehlen. Was fehlt uns da als nächstes? Ah, die Energy Circuits, okay. Die sind ja zum Glück relativ günstig, wenn man Eisen hat. Naja, 76.000. Jetzt müssen wir noch Blatt klopfen. Naja, ein paar Hämmer haben wir noch hinzu auf Vorrat. Ist doch auch nicht schlecht. So. Die
Fast ein ganzes Stack. Sehr schön. Mhm. Oh Mann, wie nie einfach was reicht. Wieder Batterien. Da können wir gleich auch wieder welche produzieren. Ich hoffe, wir haben genug Tin-Item-Casings. Nein, natürlich nicht. Naja, dann geht's halt beim Tin weiter. Pop. Schön, wenn man sich alles leisten kann, aber in einem ständig die Werkzeuge ausgehen, ist dann auch nicht so toll. Gehen uns dann gleich wieder die Tin Cables aus, oder? Nein, ich wollte eine Batterie bauen. Aber dann klickt man sich halt mal so weit durch. Dann brauchen wir noch den Cutter. Habe ich da noch einen? Ja, genau, einen. Toll. Naja, egal. Ach halt, das ist ja Raw Rubber. Ich brauche normalen, also schon verarbeiteten Rubber. Was in dem Modpack auch nicht so funktioniert, beziehungsweise nicht existent ist, das wären links der doppelt isolierte Goldkabel. Das nervt dann schon ein wenig. Das könnte man relativ günstig Basic Circuits bauen, okay. Aber naja, die andere Technik ist schöner, sagte er. Ach doch, für ein paar Batterien hat es ja noch gereicht. Dann könnten wir jetzt rein theoretisch gesehen einen Generator bauen, natürlich. Ja. Vielleicht sollten wir auch mal langsam damit anfangen, irgendwas zu automatisieren. Moment mal. Janitor, genau. Denn wenn wir das alles automatisiert haben, dann ist es nur ein Klick, dann müssen wir nur ein wenig warten. Dann ist das alles rucki-zucki erledigt. Ich habe ja noch 8 Solarzellen. Solardinger, ihr wisst schon, Panels. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Okay. Ich glaube, wir belassen es mal dabei. Bei 3 Low Voltage, mal bei 4. Brauchen wir noch ein paar LV-Transformer. Bräuchte einfach von jedem Teil, das man irgendwie bauen will, unendlich Stück. Wenn man es nicht automatisiert hat. Nochmal 2 Stück. Sehr gut. Dann montieren wir halt erstmal die Low Voltage. Ich hoffe mal, dass wir die beim Abbauen dann nicht kaputt machen. Könnte man eigentlich Glasfaserkabel verwenden, ne? Diamanten haben wir ja mehr als genug. Wie man so sieht. Cable. Natürlich. Muss ich das hier eingeben? Das ist ja soweit bekannt. Kabur. Glasfaser. Jo. Habe ich Energy um das? Nein. Pulverized Silver Dust? Ich meine, nein. Also erstmal Silber nehmen.
da muss ich noch Energium machen. Ich habe schon mal für Ding vorbereitet. Wie sagt man so schön? Für Carbon. Das kann ich ja gleich mal demonstrieren. Guck mal. So geht das. Und so wird es im Rezept angezeigt. Ist natürlich sehr hilfreich. Für Energium, das brauche ich Redstone und Dias. Also Diastaub. Und da mein Macerator ja wunderbar flink ist, wird das eine Freude sein, dazu zu gucken. Da schon mal Upgrades hinzusetzen. Macerator. Da habe ich noch Lapis drin. Und das dauert jetzt mal eine Woche, bis wir ausreichend davon haben. Habe ich hier vielleicht noch was? Nee, aber ich habe schon ein bisschen was vorbereitet, okay. Naja, können wir hier oben reinhauen. Ganze unnütze Zeug. Vielleicht machen wir noch mal ein paar Upgrades oder so. Aber ich glaube, dafür bräuchte ich eine Rolling-Maschine, oder? Also wenn man ein Teil, also irgendetwas vernachlässigt, irgendein Mod, dann hat man irgendwann mal Probleme, wenn man da irgendwas mal dringend braucht. Moment mal kurz. Upgrades wollten wir ja machen, ne? Meine Overclocker. Welche waren das nochmal? Industrial Craft, ne? Colon Cell, okay. Brauche ich noch Water Buckets. Naja, holen wir uns erstmal einen Schwung Wasser. Dann produzieren wir mal schnell ein paar Overclocker, weil die sind jetzt wirklich auch vonnöten. Und wieder habe ich das Gefühl, dass ich hier gar nicht vorankomme. Oh, nicht ins Wasser, Junge. Kommst du so schlecht raus mit dem Anzug. Draußen regnet es wenigstens ganz schön. Macht ja auch nichts. Jetzt mal wieder ins System reinprügeln. Oh ja, da geht einiges. Holen wir gleich nochmal einen Schwung Wasser. Dann machen wir noch ein paar. Na, was soll der Geiz? Das schafft meine Erfolge auf jeden Fall. Können wir unsere ganzen Maschinen mal, die wir so auf Industrial Craft Niveau haben, alle einfach mal overclocken. Dann kommen wir auch voran. Und ich habe schon überlegt, weil dieser ganze Stress mit dem, sagt man da, ja, ihr wisst schon, mit Query umstellen und so. Vor lauter... Ich habe jetzt endlich Buckets weggeschmissen. Nee, da ist noch einer. Also Query umstellen, alles mögliche, das hält einen so dermaßen auf, das glaubt man gar nicht. Und ich habe schon überlegt, ob wir wirklich nicht irgendwo mal woanders hingehen und einfach mal die ganzen Werkzeuge so produzieren, die wir bis jetzt noch nicht genutzt haben. Weil ihr habt ja meine Galerie da unten gesehen, wo die ganzen Testwerkzeuge sind, aus Stein und so. Und ich finde es eigentlich schade, dass die keinen Einsatz mehr finden. Dass wir irgendwo ganz normal von Null anfangen, so irgendwie so Überlebens-, Survivals-, Dingskirchen. Aber naja, da habt ihr ja auch ein Wörtchen mit zu reden, ne? Brauchen wir jetzt erstmal Copper. Ne, erstmal den Cutter. Das wäre leichter. Und den brauchen wir ja schließlich... Nicht Shift gedrückt. Bei dem brauchen wir, um die ganzen Kabel herzustellen. Und ich glaube, da können wir gleich mal wirklich einen Schwung voll machen. Damit die uns nicht so schnell ausgehen. Das System freut sich dann auch, dass es ein wenig entlastet wird. Ihr versteht, worauf ich hinaus will, ne? Einfach mal irgendwo hingehen und einfach mal... Ganz ohne technologischen Errungenschaften einfach mal drauf loszuweibeln. Pop. Moment mal kurz. Einen machen wir noch. Ich habe ja jetzt
meinem jugendlichen Wahnsinn alles weggeschmissen und es dann wieder aus dem System rausziehen. Das wäre auch nicht so lustig. Und jetzt habe ich fast keine Kupferplatten mehr. Brauche ich noch Rubber? Rubber? Zwei Stacks sind einfach viel zu wenig, aber für das, was wir jetzt in dieser Folge noch machen werden, müsste es ausreichen. Elf Stück. Okay. Ist wahrscheinlich viel zu wenig, aber damit könnten wir wirklich mal die Produktion hier ein wenig steigern. Guck mal, was einer macht. Nicht so viel. Zwei. Läuft es ja schon ein wenig schneller. Bei sechs läuft es ja schon rucki-zucki. Und das ist genau das Tolle an den Industrial Craft Maschinen, dass du die wirklich auf Hochglanz trimmen kannst. Hau gleich mal alles rein. Dann machen wir uns hier noch unseren Energium Dust. Jetzt ist der Strom so ziemlich aufgebraucht. Naja gut, der sagt auch nicht die MFE an. Der zieht es ja da direkt raus. Die MFE müsste ich ja quasi hier hinten reinsetzen und hier von mir aus die Steckdose. Dann läuft es auch rucki-zucki. Aber sobald wir da erstmal die ganzen Solaranlagen postiert haben, ist dieses Problem an sich auch gegessen. Hast du nochmal zwei für mich? Hm, sogar sechs. Ist ja supi. Weil die Kabel möchte ich schon noch jetzt machen. Wei, wei. Ich hoffe, ich schaffe den Upload noch rechtzeitig. Weil so gut ist mein Internet an sich ja auch nicht, dass ich mir es so erlauben könnte. Cable. Ah, den Silver Dust, okay. Aber der ist ja zum Glück soweit fertig. Die Pulverizer sind leider nicht ganz so schnell. Zack, ganze 45 Stück. Nicht die Welt, aber für unsere Zwecke wird es vorerst genügen. Und ich würde mal sagen, den Solar bauen wir dann in der nächsten Folge soweit auf. Also bis zum nächsten Mal und tschüss.